Hallo zu einer neuen Forestus-Folge. Hallig, Hallöchen. Jetzt hätte ich Gut, beinahe ein Popöchen gesagt. die Regale haben wir jetzt fertig bekommen, auch schon umgeschichtet. Oh ja, stimmt. Wir haben die Regale fertig. Yay! Einmal Applaus. Super. Was? Und jetzt, ach, den Steinweg hat er auch schon so gut fertig gemacht. Jupp, 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 jupp. Dann würde ich sagen, jetzt planst du weiter den Garten und ich hole die ganzen Baumstämme. Und öffne dich. Türe, öffne dich. Danke. Ja, dann plane ich mal weiter. Ja, so, okay. Dann, er wollte, dass es hier runter geht. Da haben wir immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann hier einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also mit Dynamit, Holzfällen hat Spaß Boah, mit das geht richtig gut, Alter. Ich feiere das ein bisschen. So, jetzt pass auf, wenn ich jetzt, Da, 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 da. Komm mal kurz her. Ich tue gleich mal pflanzen. Willst du, dass wir hier einen langen Weg haben? Ne? Und dafür dann auch hier ein langes Beet, also ein ganzes Beet, oder magst du Ja, hier das noch einen könnte. Weg rein? So, also wie hier Nee, das halt so einen könnte. Weg rein und dann links und rechts. Das könnte man auch machen, dass man so als Grenze so ein längeres Bait macht, Aber ja. da ist halt dann die Sache, weil entweder lassen wir hier leer von dem Weg her, oder wir ziehen hier einmal durch, weil du weißt, es geht nicht anders. So, Bisschen blöd, weil du kannst ja nicht nur auf einer Seite Steine platzieren. Ach so, ja, das stimmt auch wieder. Also. Ach so. Oder wir machen halt hier so einen kleinen Weg hin zur Mauer und Mauer ist halt so gesagt Ende. Gelände. Ja, mach einfach, wie du willst. Ich glaube, du weißt am besten. Ist dann gut ausschaut oder nicht? Wenn scheiße ausschaut, bist du schuld. Ja, ich denke es mir schon. Hast du noch Heidelbeersamen? Dann heb die hier Warte rein kurz, noch. ich schau mal kurz. Heidelbeersamen. Wo sehe ich denn die Samen? Ach da. Heidelbeerstrauchsamen, 30 Stück. Oh ja, dann kommt auch richtig verfahren. Wo hier? Ja, da wo ich schon reingehaut habe. Ah, ich weiß das gerade nicht. Ach, ist das blöd jetzt. Ich glaube, ich mache das so. Ich probiere es mal so. Ja, das sind noch viele Baumstämme. Sophie.
Du weißt, dass wir dann eine voll fette Mauer wieder brauchen. Ja, dafür kratzt mich schon irgendwie. Wir müssen noch entscheiden, wie wir es machen. Oh, das ist jetzt blöd. Stein Ah, oder. shit. Weil hier gerade so eine. Weil hier Berg runter geht, dann ist das Ding leichter in der Luft und ich kann es nicht langziehen, weil es immer irgendwas im Weg ist. Es geht aber nicht anders. Ich kann es mal Oh, warte, versuchen, hier von der kurz anderen erstmal. Seite anzufangen. Warte kurz. Wenn ich von hier anfange. Zeit. Gut, das war schon mal nicht gut. Also ich glaube irgendwie, Ja. wenn die doch zu lang trocknen, blöd gesagt, dann werden sie doch ungenießbar, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also das Eigentlich, ist das könnten wir irgendwie. ganz leicht feststellen, indem wir auf unsere Insel fahren. Stimmt! Da haben wir eigentlich auch noch so viel Zeug. Vier Hasen! Oh, Was? jetzt geht's voran. Ehrlich? Ja, ich glaube, umso mehr da natürlich drin sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht. Sehr gut. Cool. Massenzucht. Massentierhaltung. Geil. Darauf stehe ich, Alter. Also, nein, nicht direkt auf die. Also, ich. Da steht, dass sie falsch ist. Tut mir so leid. Ja. Komm, du nimmst den Wagen. Ja, sehr gut machst du das. Sehr gut. Gibt's hier eigentlich Vogelscheuchen? Nee, ne. Ne. Sollen wir den Braucht man, glaube ich, hier nicht. Hasenkäfig dann umbauen in unseren Garten rein? Weil irgendwie steht der schon dort irgendwie ganz blöd eigentlich. Den hatten wir nun mal so provisorisch dahingestellt, weil wir nicht wissen, wohin. Ja. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee. Und ich hätte Jetzt muss das man nur so. aufpassen, dass man dann die Hasen nicht killen. Das sind richtige Ja, das ist Katastrophen. klar. Ja, das, ich meine nur, weil ich gerade so eine Ecke. Diese blöde Berg, das sieht so blöd aus, wenn ich dort ein Ding hinmache. Da würde ich halt vielleicht schon. Oh Gott, ich verhungere gerade. Ich sehe es gerade bloß mal nur so nebenbei. Nee, das ist eine gute Idee eigentlich. Das gefällt mir. Oh ja, Alter. Also, es bringt schon Essen. Wenn du so das isst, aber du hast ultra Hunger, Durst dann. Ja, genau. Das ist halt das Hauptproblem dann. Also ist dieser Stein und so alles fix, Also hier prinzipiell, dass ich dass ich dann schon sagen, mal Steine und schon Holz. ja, schon soweit. Gut. Dann hier noch mal. Halt nicht so weit. Und zwar hier. Aus halt einfach hin, du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast ja noch ganz viele Heidelbeersträucher Samen, ne? Was?
Alles mal ein bisschen niederpflanzen hier. Ja, ich habe alles. Also eigentlich habe ich ganz viele. Du bist mir gerade voll im Platz. Hm? Hier, nimm das mal mit. Das Ding musste auch weg. So. Und dann da auch bauen. Boah, du weißt, wie schwer das ist mit den Wegen hier. Vor allem, ich finde es manchmal krass, weil es so scheiß hell ist. Und dann diese ganzen Blaupausen weiß sind. Dass es gar nicht mal so easy ist. Genau, dann haben wir hier den Weg. Dann kann ich hier nochmal die Beete machen. Hoffentlich sehen die da nicht so beknattert aus. Oh, man kann die Spinnen töten. Nice. Ja, ich weiß. Das wusste ich schon vorher. Die haben zwar ein bisschen viel Blut, glaube ich, aber ansonsten ganz geil. Nope, das ist schief. Das geht so nicht. Ach ja. Ach ja, ach ja. Ist mal richtig, richtig schön eigentlich gerade wieder mal zu bauen, ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Wir sind eh solche Baufreaks. Ja, ich meine, weil wir ja so viele in Höhlen zurzeit waren. Ja. Das stimmt, das stimmt. Gehst du wieder hier rein? Ist das blöd? Vor allem, man muss sagen, auf generell, wir haben jetzt nicht so viel gefunden. Halt die Motorsäge und das Katana ist aber auch schon ein bisschen länger her. Das Einzige, was uns halt noch fehlt, Klärzeug. Ja, das stimmt, ja. So, vielleicht geht das dann so. Ja, das ist okay. Ist auch schön, dass wir es gerade auch nicht angegriffen werden. Dass mal ja, ich wundere es gerade richtig. Ich verstehe das nicht. Kann das vielleicht echt sein, weil unterhalb von unserem Lager sind, die da uns vielleicht sehen? Meinst du, dass wir nicht im Wald sind? Du hast es gerade verschrien, ne? Fuck. Piss dich. Du Schnäppel. Ich hab mich nicht getraut, es zu sagen. Nein, nicht im Beet, Leute. Wenn die jetzt angreifen, in den ganzen Beeten, ey, wenn die kaputt gehen. Nee, jetzt. Nein, das war. So hab ich das nicht gemeint. Bleib da weg. Nicht da reinrennen. Nein. Na, wenigstens weg vom Beet. Hack, zack, zack. Das Tor zu. Hab's. Oder so. Komm, kommst du her? Kommst du her? Hoffentlich war das die einzige, ey. Ich sag's dir. Ach, ich sag's dir. Hoffentlich war das die einzige. Aber das muss ich nochmal neu bauen. Ach, ich seh grad, wir wollten ja noch Dächer und so bauen, ne? So. Naja. Ja, ich finde die hat Dächer noch, irgendwie. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, wie es ausschaut mit den Dächern. Oh, das ist kaputt. Gleich mal rein. Hast du schon überall deine Heidelbeerdinger reingetan? Nee, noch gar nicht. Noch gar nichts gemacht. Nee, noch gar nicht. So, und dann kann ich hier noch einmal.
Und zwar hier Lebensmittel und prinzipiell ist das auch so in Ordnung. If you say so. Können wir hier den Weg nochmal verlängern? Genau. Voll die verrückte Idee, ob ich das schaffe. Gut, das muss ich mir dann mal angucken, ob das funktioniert. Das wäre natürlich mega fett, wenn das funktionieren würde. Holy shit. Was möchtest du denn machen? Ja, hauptsächlich geht es gerade darum, weil wir haben ja immer, du kannst dir diese Wege da nicht bündig machen, wenn du am Ende hast. Zum Beispiel hier diese Linie, die kann ich ja nicht zumachen, ne? Ja, genau. Aber ich hätte vielleicht eine Idee, wie ich es hinkriegen würde. Hm? Wenn ich es hinbekomme. Kann ich diese Beete und hier diesen Weg schon bauen? Was wen? Gebaut hast? Hier. Da drüben theoretisch. Ja, also das ist alles eigentlich schon freigegeben. Gut. Die Baugenehmigung ist erteilt. Sehr gut. Komm jetzt, leg das da hin. Komm, do it! Warte, das muss ich mal kurz gucken, ob das geht. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung, weil du weißt, wie das ist mit den Dingern, dass sie sich nicht löschen lassen. Aber schau mal her. Ich hab das so ein bisschen freihändig was versucht. Da überschneiden sich halt ein paar Steine. Ich weiß nicht, wie schlimm du das findest. Da wäre hier zu. Oder wir lassen es einfach. Musst du wissen. So ungefähr. Möchtest du das hier machen? Ja, ja, ich würde es dann, wenn es gut ausschaut, überall machen. Aber da ist halt dann die Frage, sollen wir das so machen? Ich würde es versuchen, vielleicht bevor du es baust, nochmal versuchen gerade zu machen, weil hier ist ein bisschen schief. Ja, aber vom Prinzip her passt es eigentlich. Wieso nicht? Why not, ne? Na gut, dann probiere ich das mal. Das dauert jetzt aber eine Zeit lang, weil das gerade zu machen. Und dann würde ich auch im Prinzip hier auch nochmal ein Beet machen. Guck her. Ein Beet komplett von hier bis dahinter und dann wäre das unser Garten, oder? Das hört sich gut an. Passt, ja. Ich glaube, das ist genug Garten dann, oder? Oder was meinst ja, du? Ja, ja, das passt dann schon. Das kann wirklich. Muss ja nicht übertreiben. Oder man kann ja noch einen anderen Garten dann anlegen. Anderen Ausläufer. Einmauern müssen wir ganz, ganz schnell. Das fällt mir gerade so ein. Ja. Oh shit. Wir hätten vielleicht die Pflanzen noch nicht reinhauen sollen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Na gut, ich habe ja noch nicht gepflanzt. So ist noch nicht, ne? Aber ja, aber ich habe schon viel gepflanzt. Oh. Es wird schon wieder dunkel.
Aber dann bauen wir da jetzt eine Holzmauer außenrum, oder? Dann sieht es Hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, weil das ist, ich glaube, besser aus. das ist viel Aber zu groß. eigentlich brauchen wir ja dann kein Tor raus, oder? Gartenzaun. Können wir eigentlich hier einfach zumachen, oder? Oder brauchen wir dann ein Tor? Prinzipiell nicht, nee. Also Ey, aber eigentlich guck, da nicht. unten kommen wir ja raus eigentlich auch. Ja, wir kommen da Und dann. unten raus, oben raus und hier. Naja. Was natürlich nice gewesen wäre, wenn wir hier noch einen Turm machen, zusätzlich. So am Fuße vielleicht. Kann es Ja, sein, dass das wir hat. hier vielleicht lassen? Und dann von der Mitte und rechts und links unten jeweils so einen Weg zum Turm hin dann? Das musst du mir jetzt Genau. nochmal, das musst du jetzt nochmal dann erklären. Also hier, wo ich bin, Ja. den Turm, Ja. dann hier offen lassen Ja. und dann einfach so einen Weg hierhin zum Turm und da unten und auch auf der anderen Seite auch so einen Weg zum Turm hin. Also einen kleinen Knick rein. Ich weiß, was du meinst. Oder dann Ja. drei Wege zum Turm hin. Komm, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Damit es halt vielleicht mit einem Weg einigermaßen gut ausschaut. Weil dann hätte man nicht dieses Problem mit den Lücken. Aber gut, Das das kann ich kriege ich glauben. ja relativ gut unter Kontrolle, das Problem mit den Lücken da. Das habe ich ganz gut Ja. gelöst, finde ich. Ich kann Kann auch gar jetzt nicht schlafen. schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Nee, nein. Oh. Wir tun uns das an. Das ist jetzt mal blöd, ne? Da hau ich mal einen Fisch, Fisch, einen Vogel drauf. Hast du eigentlich ein Rockbag? Nee, den bräuchte ich, weil man so viele Steine. Ja, eben, das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, wie craftet man den, weißt du das? Oder habe ich einen Rockbag? Weil ich kann gefühlt echt wenig Steine tragen. Kleiner Fünf Steine kann ich tragen. Steinbeutel. Gibt es auch einen großen Steinbeutel? Wie baut man denn Ähm. den? Steinbeutel, drei Seile, Reh und Stoff, oder? Also ich sehe jetzt nur klein. Was? Es steht bei dir kleiner Steinbeutel? Ja. Aber da steht doch nur ein Hasenfell und ein Seil. Und habe ich das irgendwie gerade? Ein Hasenfell und ein Seil. Stein. Nee, Steinbeutel. Halt, Stein. Nicht. Ach so, den Kleinstein. Ach, den Kleinsteinbeutel habe ich schon gebaut. Ah. Und was ist Und dann dann kann der ich noch einen normalen bauen, oder was? normaler? Wie macht man den? Das ist ein Reh, drei Seile und ein Stock. Ein Reh, drei Seile. Was? Was? Reh, Ein Reh, Reh. Reh, drei Seile und ein Stoff. Ja. Wo kommt bei mir nichts dabei raus? Ja, ich glaube, du musst noch deinen normalen bauen. Echt? Deinen normalen Kleinsteinbeutel, könnte ich mir vorstellen, ja. Der kleine Steinbeutel ist aber für die kleinen Steine, für die Munition da. Ja, Moment, irgendwie. Hä? Steinbeutel, drei Seile. Rehfell, Stoff. Funktioniert Steinbeutel, gerade ja, nicht. stimmt. Das Ja, ist es kein. funktioniert gerade nicht. Das ist kein Rehfell. Das ist ein Wildschwein. Schon, oder? Ich bin gerade verwirrt. Das ist ein. Hast du schon mal ein Wildschwein im Spiel gesehen? Okay, Nein. Nein. LOL. das ist jetzt verwirrend. Boah, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe gerade gedacht, Wildschwein. ich habe irgendwie einen Knick in der Optik, weil ich nicht sicher war, was es sein soll. Oh nee, ey. Oh. Wildschwein. Ich habe da noch nie ein Wildschwein gesehen. Die Speertasche auch zwei Wildschweine. Ist jetzt die Frage, schlafen wir oder machen wir jetzt durch? Weil gleich Können können wir wir schlafen. schlafen? Ja, gleich, ja. Also bei mir ist wirklich nur noch Ah, so warte. Futsal. Ich glaube, ich tue mir mal einen Köcher. Craft ein Seil und drei Hasen. Ey, du hast doch einen Köcher, oder? Glaube nicht. Ist nicht durchgestrichen bei mir. Ein Seil und drei Hasen. Eins, zwei, drei. Genau, das. Köcher und ein Seil, ja. Ah, so. Tatsache. Zusätzliche Pfeile. Wie viele Pfeile kann ich jetzt so? Sehen wir mal. Ich glaube, wir haben ja noch ein paar Pfeile da in diesem Ding drin.
Oh. 50 Pfeile jetzt. Oh, nice. Ja, jetzt können wir eigentlich auch was durchmachen, oder? Weil ja. Ich speichere mal, dann hole ich vielleicht noch gleich mal. Ich schau mal, ob ich neue Pfeile holen kann. Warte, ich komme am. Aber warte, ich brauche eine Energie. Warte, ich muss essen. Warte kurz, ich muss erstmal essen. Essen, trinken. Essen, trinken, extra kauen. Also jetzt erstmal aufs. Oh Gott, sterbe ich dann gleich, wenn ich das esse? Das ging jetzt trink. Sogar. Trink jetzt. Trink. Ah. Ja, ganz blöd. Eigentlich diese Sträucher kann man es echt weghauen, oder? Kann es doch nicht sein. Mistdinger. Oh nein, ich wollte gerade rausgehen, genau in dem Moment höre ich's. Oh nö. Ja, was macht man denn jetzt mit unserem Garten? Wollen wir das alles weghauen, das Steinmauer weg? Ich dachte den erst. Ja, ich weiß es nicht. Oder vielleicht erst weghauen, wenn wir draußen. Ja, ja, wenn wir unser anderes fertig haben. Ja. Du hast gemeint, aber dass wir dort vielleicht das weghauen könnten und dann stattdessen dort unser Haus hinbauen, oder wie? Ja, weil wir wollen ja wahrscheinlich jetzt kein ultimativ riesiges Haus bauen, oder? Nee, also ich glaube, vielleicht ist es einmal zwei Stockwerke, wenn überhaupt. Also, nee, also es reicht also einfach, wenn man kleineres Hüttchen gemütlich einfach, oder? Ja, mit Möbel. Ja, weil so viel Einrichtung hast du gar nicht, wenn du eine riesen Hütte machst. Weil ich weiß noch, in unserer ersten Staffel haben wir ja eigentlich ein. Naja, es war schon ein gutes Haus, was wir hatten. Ich fand das schon geil, das schwimmende Haus da. Ja, aber es war halt auch ziemlich lang und sowas. Also, ja, gut, man konnte halt da mehrere Zimmer und so machen. Ja, das war schon cool und so. Also, ich fand unser Haus schon cool, blöd gesagt. Ja, hier könnte man ja, wie gesagt, auch zwei Stockwerke machen und dann vielleicht nicht mit einer Treppe, vielleicht sogar mit Seil jetzt verbinden, diese zwei Stockwerke. Ich weiß nicht, unser Haus, ich finde, unser Haus wäre schon, es ist eine Treppe schon nice. Also wenn ich im Haus bin, will ich kein Seil hochklettern müssen. Ja, das sind jetzt andere Gesetze hier in diesem Spiel. Wenn du meinst. Ja, ich weiß nicht. Ja, hast du eigentlich schon recht. Treppe wäre natürlich schon geiler. Na, ich weiß nicht, also ich könnte sogar sagen, wo bist denn du eigentlich? Ach da. So, ey, eigentlich könnten wir die Folge mal beenden. Jetzt sind wir halt mal 3 Minuten früher dran. Das ist nicht schlimm. Und dann warten wir einfach, bis es mal wieder hell ist oder sowas. Ja. Und wir überlegen uns das alles mal. Wir machen jetzt mal eine Spielpause. Und überlegen uns das alles mal, wie wir das machen. Haben wir jetzt 5? Ja. Ne, immer noch 4. Speichere ich mal. Hä? Warum ist da was zu essen drauf? Habe ich, glaube ich, vorher mal draufgelegt. Hab vergessen, dass es drauf war. Ich speichere auch. Ich will es aber, glaube ich, nicht essen. Ich will es auch nicht essen. Naja, auf alle Fälle überlegen wir uns mal, wie wir es genau machen, was wir da in der Mitte machen. Jetzt aber, bevor wir darüber nachdenken, würde ich eigentlich fast sagen, dass wir unseren Garten fertig machen. Weil das ist fast das Wichtigste gerade, weil vor allem die Mauer drumherum. Ich glaube, ich finde, die könnte man gleich planen, dass du die Mauer baust. Weil ja, das machen wir nächstes Mal. Und wir überlegen uns noch, ob wir da einen Turm nochmal extra hinbauen oder nicht. Das überlegen wir uns noch. Ah, genau, der Turm. Der stimmt. Turm. Geil, bitte schon. Wäre natürlich auch was, wenn da was im Turm wäre. Ne? Ja, wäre sehr schon geil, das glaube ich. Ja. Naja, glaube ich. Bin sogar dafür, dass man den Turm kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge und da verraten wir euch dann, wie wir uns entschieden haben bei jedem einzelnen Bauprojekt. Bis dahin. Ciao. Ciao.